Ich stelle mir vor, der Tag von Michael Volle ist ganz schön voll. Der ist ganz schön voll, aber ich frage mich immer noch, wollen wir das wirklich wissen? Reicht mir das nicht, wenn ich den nur voll auf der Bühne sehe? Nein, ich finde Backstage-Stories immer super. Und vor allen Dingen, wenn Sänger dann erzählen, was für ein hartes Leben sie haben. Ja, vor allem wenn es da noch eine Backmesser-Backstage-Story gibt. Der Videopodcast 2018 wird Ihnen präsentiert von der Emmansberger Bank. Hallo, ich heiße noch Michael Volle. Ab sofort heiße ich Hans Sachs. Ich gehe jetzt da rein, schmink mich und dann geht's los. Also ich kann nur von mir ausgehen, wenn ich dann aufstehe an so einem Tag, ist es jetzt nicht so, dass man denkt, oh, in 8 Stunden Tour oder so. Das dann doch nicht. Aber dazu ist man auch zu lange dabei, als dass man das dann schon so früh irgendwie als negative Entspannung sieht. Gar nicht. Wenn, dann positiv. Ich bin jetzt 28 Jahre, glaube ich, oder 29 Jahre im Geschäft und habe wirklich zig, auch live, auch Fernsehen, Live-Übertragungen und so gemacht. Und bei den ersten Malen ist es natürlich komisch, da denkst du, und irgendwann denkst du, du siehst weder die Kamera noch denkst du ans Mikro, sondern du machst einfach dein Ding. Das musst du auch, weil sonst bist du so abgelenkt und das wäre ja doof. Ist noch nicht fertig. Kind von Tristan und Isolde, kenn ich ein traurig Stück. Hans Sachs war klug und wollte. Fertig. Fertig! Alles klar. So, dann ziehe ich mich an. 47 und in einer knappen Viertelstunde. Ruhig eng anziehen damit. Aber der Knopf bleibt auf. Der Knopf bleibt auf, das ist, weil es lockert sich ja immer ein bisschen so. Ne? Vom Sachs ist natürlich schon viel drin. Der ist nachdenklich, der ist eifersüchtig, der ist aufbrausend, der ist hinterfotzig, der ist alles Mögliche. Da ist die Schnittmenge viel größer mit Michael Volle, glaube ich. Aber das ist auch die Kunst, sich nicht zu verstellen, sondern sich hinein zu versetzen in irgendeine Rolle. Und dann noch Musik dabei machen, schön singen mit tollen Kollegen und noch Geld dafür kriegen. Es gibt nicht so viele Berufe, die so toll sind. Mein Handtuch war noch, oder mein Taschentuch. Aber die Idee, dass fünf Wagners da rumrennen jetzt gleich, das ist schon genial. Die Oper fängt an mit dem ersten Akkord, buff, die Tür geht auf und ich komme in den Hof rein. So viel ist der erste Akt gar nicht für den Sachs. Aber es ist schon sau anstrengend, weil auch das Nichtstun, das konzentriert da sitzen, 20, 30 Minuten und immer das Gefühl haben oder immer den Anspann haben, man muss immer in der Rolle bleiben, das ist sehr, sehr anstrengend. Dazu heiß. Dir läuft der Saft und du quischst es immer weg, aber es hilft nichts. Aber es lief gut. Ja, jetzt kommt gut, jetzt kommt der Maskenwechsel, der Perückenneuwechsel und so und dann geht's gleich wieder los. Und also für den Sachs ist es auch so, der erste Akt ist so ein Anwärmer. Der zweite, da kocht schon viel höher und der dritte dann, das ist der Hammer. Das ist die längste, schwerste, forderndste Partie, die es überhaupt gibt. Man ist nur am Singen, die ganze Zeit. Die Schusterstube, das sind glaube ich 50 Minuten oder so und du bist fast nur am Singen. Zwar abwechselnd immer mit Kollegen, aber es ist lang, aber irgendwie wahnsinnig schön und ja, es gibt nichts Schöneres, glaube ich.
Heute war es Arbeit. Ha? Gute Erholung. Gleichfalls. Ja. Hammer. Es gibt nichts Längeres, nichts Schwereres. Aber ging ganz gut. Geschwitzt wie Sau. Aber gut. Aber gut. Und jetzt wird es entspannt. Und dann gut, dass wir so eine Pause haben. Und dann geht's gut. Ja? Servus. Herr Bruck, die Sänger haben es schwer. Und vor allen Dingen diese vielen Bärte. Ja, ich meine, das sind ja, und Perücken, aber vor allem diese Backenbärte, die Kumulation der Bärte. Das stimmt. In dieser Inszenierung, das ist sehr beeindruckend. Ja, wobei das ist wie im wahren Leben auch. Da sind ja momentan auch wieder die Bärte so gefragt. Ich glaube, da macht das Theater nur die Bärte, die Wirklichkeit nach. Nein, ich glaube umgekehrt. Ich glaube, dass diese Inszenierung von vorigem Jahr, die hat Schule gemacht. Wobei, ich fand irgendwie klasse diese Definition. Im ersten Akt wird es heiß, im zweiten Akt kocht es, im dritten der Hammer. Das merke ich mir für die Meistersänger. Genau, der Hammer.